Werte Damen, liebe Herren, geschätzte Coin Master. Ich weiß, eigentlich habt ihr alle mega Bock auf... Resident Evil. Könnt ihr mal wieder ordentlich den Like-Button sprengen, dann werde ich heute extra noch eine Folge für euch aufnehmen. Erfolgreich bei Frauen ist, würde ich sagen. Aber... Nee, eigentlich kein Aber, ich wollte es nur dramatischer machen. Es gibt da so eine Sache, die mich wirklich stört, ja? Nein, nicht ihr. Obwohl... Und nein, es ist auch nicht die Sehnsucht nach einem schönen... Töftespieß. Obwohl... Und ja, es ist auch noch genug Klopapier im Haus. Aber wenn es eine Sache gibt, die mich wirklich übertrieben... Dann ist es dieser Moment, wenn man ein interessantes Horrorgame mit einem genialen Konzept durchgespielt hat... Man sich dann einfach nur noch leer fühlt. Glücklicherweise hat Rob die gestern mal wieder ein Spiel von mir vorgeklaut. Ja, ich bin ja mittlerweile der größere Channel. No front! Deswegen ist prinzipiell alles, was auf diesen Mini-Kanälen wie Corrupted Sign rauskommt, ich aber noch spielen will, prinzipiell von mir geklaut. No front! Ich musste ja seinerzeit auch Gronkh fragen, ob ich überhaupt Let's Plays machen darf. Hat immer noch nicht geantwortet. Das Hausrecht, Freundchen. Was wir uns heute anschauen, nennt sich Happy's Humble Burger Barn. Corrupted hat gesagt, das ist awesome. Und auch ich habe den Eindruck, dass es uns gar köstlich munden wird. Was? Es ist wahrscheinlich auch ein gutes Stichwort, denn ich weiß nur eins, und zwar so viel, dass es ein Horrorgame ist über ein Fastfood-Restaurant. Ein Restaurant-Horrorgame! Ja, wenn das nicht geil genug ist, dann hilft an dieser Stelle wahrscheinlich wirklich nur, dass ich endlich mal die Hosen runterlasse. Ja, aber das will ja keiner. Auch wenn das hier ein Horrorkanal ist und ihr Monster gewohnt seid. Warum habe ich überhaupt noch Abonnenten? Könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir dachten, dass Tankstellen und Supermärkte als Settings für Horrorgames die Spitze des Eisbergs waren? Tja, heute setzen wir mal noch einen drauf. Wir fangen nicht mal generisch aufwachend in unserer Wohnung an, sondern im Auto mitten auf der Straße auf dem Weg zu unserer Arbeit. Ist es nicht genial? Drive to work and park on the side. Alles klar, okay. Oh, das ist von den Entwicklern von Northberry Grove. Das wusste ich nicht. Da oben ist so ein kleines Easter Egg an dem Filmplakat. Was? Das hatte ich nicht gecheckt. Oh ey, aber dann wissen wir, dass es gut wird, oder? Northberry Grove hatte eine der geilsten Killer in einem Horrorgame ever. Da lachen Rerum? Das war ich nicht. Guck mich nicht so beschuldigend an, okay? Ich bin mit ganz spritzigen 5 km/h unterwegs. Ich glaube, zu Fuß wäre ich schneller, ich beschwere mich mal nicht, ja? Ich werde nach Mindestlohn bezahlt. Stellt bitte keine Fragen. Es ist peinlich genug. Oh Mann. Das war schon. Oh, ich freue mich drauf. Oh, das wird super. Das wird super, ja. Ich glaube, da müssen wir parken. Warte mal. Nicht in die Bäume fahren. Wir haben es geschafft, ohne irgendwas kaputt zu machen. Außer unsere Ehre vielleicht. Grab your time card and clock in. Okay, es geht schon los. Es wird immer gesagt, was wir zu tun haben. Smoke a cigarette. Ja? Sind wir zeitig genug dran, oder? Ich weiß nicht. Okay, dann chillen wir halt. Left mouse to interact. Ach, hier ist eine Tür. Ach, meine Güte, das musst du mir da... Geht dir gleich der Rauchmelder los, oder was? Oh. Ach so. Ach, nee. Ach, klar. Ey, warte mal. Zum Anfang. Dieser Dialekt. Das ist ein japanisches Spiel, oder? Ich weiß nicht, ob die Entwickler japanisch sind. Aber das war auf jeden Fall japanisch. Könnt mir nichts vormachen. Ich soll den Instruktionen oben rechts vor. Ja, dankeschön. Das mache ich schon die ganze Zeit. Bin schon eine Weile hier angekommen. Happy's Humble Burger Barn. Okay, ich soll jetzt einstechen. Wo ist das Ding? Hier, ne? Und dann kann die Schicht beginnen, würde ich sagen. Und jetzt? Ist irgendwie unheimlich. Ich arbeite wahrscheinlich alleine, denke ich mal. Oh, guckt euch das an. Ich muss Burger braten? Ja? Nein. Nein, was? Wie geil, Alter. Read all of the instructions. How to make Happy's Deluxe. Oh, das ist der Burger, oder? Wir müssen wissen, wie das geht. Warte. Wir müssen uns erstmal umschauen, bevor es hier losgeht. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier Vorräte. Gekühlte Patties. Okay, alles klar. Oh. Unser Maskottchen. Ich... Oh. Freunde, das ist alles normal. Das ist alles so ein bisschen gimmicky hier. Also sind wir wahrscheinlich tatsächlich in einem Restaurant in Japan. Auch wenn hier alles auf Englisch steht. Ja, wundert euch an dieser Stelle nicht. Das soll alles so, ja. Ich soll, das Schild auf offen stellen.
Warte mal. Wie geil. Jo, der Dude ist unheimlich. Erzählt mir nicht, ihr habt euch nicht gerade ein bisschen gegruselt. Happy the Humble Heifer, Alter. Ja, ja, du bist hier für die Papahaftigkeit verantwortlich, ja? Warte mal, wie kann man das hier... Wo kommen denn die her, Alter? Wandersleute mitten aus dem Wald, Alter? Ich verköstige immer gerne mal den Fürster. Aber hier ist das Open-Schild, beziehungsweise das, ja, Neonlicht. Hey, nice! Dann kannst du aber losgehen. Okay, ich soll den Kunden servieren. Na dann. Das wird wahrscheinlich harmlos beginnen und dann immer gruseliger werden, oder? Oh, ich muss mir erstmal hier zurechtfinden. Oh, wir haben auch ein Drive-Thru? Oh, ey, ich liebe das Spiel jetzt schon. Wie geil. Oh, guck mal, da kommt jemand. Warte. Oh, es geht los. Ich bin mega aufgeregt. Ich finde das voll geil. Was haben wir hier eigentlich noch? Oh, Musik. Und das? Oh, ach so. Ja, jetzt ist das Ganze natürlich auch einladend. Grüß dich. Der sieht ja ausgehungert aus, Alter. Slenderman ist schon... Ach so, deswegen der Wald. Ja, ja, verstehe. Warte mal. Einen dicken, fetten Schein bezahlt er. Warte, mache ich das richtig? Ein Shake, ein Softdrink und Fries. Ah, warte. Warte, ich muss mal gucken. Wir haben da oben so ein kleines Navi, sehe ich. Moment mal. Shake-Maschine. Kriegt er erstmal das? Oder können wir das andere auch nehmen? Nee, wahrscheinlich immer bloß eins. Ey, guck mich nicht an wie der Terminator, ey. Ich gebe mein Bestes. Warte mal, das ist ein anderer Shake. Ach, dann musst du dich halt mal damit zufrieden geben. Oder? Habe ich jetzt ein Soda genommen? Ich weiß es nicht. So, ein Fries? Was haben wir hier? Lachsnuggets? Ach komm, ach hör auf. Warum habe ich überhaupt noch Kunden? Oh, bitteschön. Bären Sie mich wieder mit Ihrer formidablen roten Hose und ihrem türkisen Slimfit-Shirt, Alter. Da findet doch irgend so eine kleine perverse Party im Wald statt, ey. Ja, da kommt auch immer mal der kleine Hunger. Sehr geil. So, warte mal. Hier ist schon ein Burger vorbereitet. Das ist der Happy's Deluxe. So muss der aussehen. Oh nein. Bitte bestell jetzt... Oh, warte. Doch, du kannst einen bestellen. Bevor ich halt lerne, wie das geht. Bevor ich Ruhe habe, mir das mal durchzulesen. Also alle in Neon-Klamotten, ich glaub's nicht. Grüß Gottle. Er will einen Shake und ein Happy's Deluxe. Okay, warte mal. So, einmal. Und zweimal. So schön, richtig schön mit trockenen, harten Rand, Alter. Und grauem Fleisch, so wie sie es lieben. Es war mir eine Ehre. Lassen sie es richtig schmecken, Alter. Sie sehen auch alle so aus, als bräuchten die auch mal einen kleinen Burger mehr auf den Rippen, nicht wahr? Wohl bekommt's. Viel Spaß mit dem Durchfall nachher. So, warte mal. Lass mir das jetzt hier mal angucken. Also, ich soll einen gefrorenen Patty aus dem Kühler nehmen. Dann die ganzen Zutaten auf dem Vorbereitungsbrett da platzieren. Dann den gekochten Patty da drauf. Und der Burger wird sich auf magische Art und Weise zusammensetzen. Okay, alles klar. Guck mal, da ist der Fürster, Alter. Den findet niemand mehr, wenn er in den Wald geht. Der ist richtig Camouflage. So, was willst du denn haben hier? Fries? Ja? Und ein Shake, Alter. Easy. Die wollen alle gar nicht so richtig was essen. Also, da hast du schon mal. Fries sind glücklicherweise vorbereitet. Ich liebe das. Aber auch nur, weil ich weiß, das wird gruselig. So, warte mal, lass uns das mal hier hin. Food Prep Board. Wahrscheinlich. Und jetzt? Ja, warten Sie mal ganz kurz. Kommt da wer? Oder geht's jetzt los mit dem Grusel? Warte. Da kommt keiner rein. Oh, doch. Okay, alles klar. So, Momentchen mal. Ich hoffe, der will jetzt einen Burger. Da kann ich hier gleich mal glänzen. Was? Ja? Und wenden irgendwie? Wann ist denn der fertig? Ja, ich komme schon. Schreien Sie mich nicht so an, bitte. Salmon Nuggets, Alter. Sie Ekelschwein. Alright. Hier hast du... Oh, warte mal. Ist er fertig? Hast du einen Sound gemacht gerade? Ich weiß nicht. Ist er ready? Sie haben das gerade nicht. Schwamm drüber. Erzähl mal nicht weiter, oder? Ganz frisch wird er. Oh, jetzt. Haarscharf. Medium, bitte.
Mit extra Fusseln vom Fußboden. Und den will der natürlich nicht. Aber ich habe einen Burger gemacht. Ich bin stolz auf mich. So, was wollte der jetzt? Ich glaube hier irgendwie ein Softdrink. Ne? Ach komm. Seien Sie mal nicht so. Ach, Fries. Ach so. Stimmt. Ja, war so ähnlich, Alter. Ja. Haben Sie noch einen Strohhalm dazu? Dann können Sie die da durchzutschen, wenn Sie wollen. Take out all the trash from the kitchen. Das hier? Trashbag. Ja, wahrscheinlich schon. Mr. Trashbag ist es. Warte mal. Das ist aber gruselig. Das war sein Bimbam da, ne? Ich will die mal beobachten, wo die hingehen. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn hier der Müll? Hier, ne? Okay. Nee. So. Oh, warte mal. Soll ich die ganzen Kühe anklicken? Ist das so ein kleines Easter Egg? Ich weiß, auch hier habe ich auch eins. Warte. Was passiert denn dann, wenn ich das schaffe? Wartet hier jetzt jemand auf mich? Nee, alles cool. Alles ruhig. Okay, gut. Kann ich in Ruhe mal den Müll rausbringen? Ich hoffe, niemand kommt. Aber ich glaube, gleich geht's richtig los. Boah, bin ich... gespannt. Das war bloß der Müll, ha? Wir chillen alle, oder? Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das unheimlich gerade. Moment mal. Ah! Hervorragende hygienische Bedingungen, Alter. Nee, nee. Die Ratten dürfen auch nur im Flur. In die Küche kommen sie nicht, keine Angst. Wo gehen denn die hin? Hier ist eine unsichtbare Wand, da kann ich nicht weiter. Wo komme ich denn überhaupt her? Warte mal. Ich bin von hier aus in Gefahr. Also die Kuh wird sich irgendwann bewegen, ich sag's euch. Oh nein. I love it. Okay, warte, warte, warte. Noch ein letzter Müllbeutel. Oh, hier, gucke. Sehr geil. Ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein kleines Navi hier in dem Spiel. Das finde ich mega geil. Investigate the noise. What? Was geht ab? Wait, what? Was? Ist es zu? Nein. Was ist da? Ich hab's gewusst, die Kuh. Noch steht sie da. Pass mal auf, wenn ich die gleich auf den Grill schmeiße. Oh Gott. Alter. Jetzt nicht ausflippen, ja? Ich weiß, ich habe vielleicht da alle deine Freunde in Brötchen und Salat gepackt, aber ich habe es nicht so gemeint. Das war nichts Persönliches. War nur, das ging nur um die Leckereien hier. Ey, irgendwer ist hier unterwegs. In den Toiletten kann ich da rein? Nee, ne? Oh, warte mal, doch. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist bestimmt doch irgendwie eine Kuh versteckt. What, 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 what? Okay, es wird mega unheimlich gerade. Krass. Halt vor allem, dass so eine liebenswürdige Kuh hier so das Maskottchen ist für so einen Burgerladen. Das ist immer... Das ist genauso wie Bärchenwurst, Alter. Das ist das Zynischste, was ich mir vorstellen kann. Hm. Leichenteile von Tieren mit Smiley drauf. Für die Happiness, Alter. Das war sich auch so bescheißt. Also, der Mensch ist echt ganz schlimm, oder? Also, wenn man mal so drüber nachdenkt. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, die Tür ist ja zu. Oh Gott. Ich soll einfach weitermachen mit dem Bedienen der Kunden, ja? No way. Alter, ich mach das hier alles zu. Leck mich an meinen Buns, Alter. Okay. Vielleicht ist die ein oder andere Ratte doch in die Küche entfleucht. Aber mach sich keine Sorgen. Das schmeckt man gar nicht. Wenn die ihre Hinterlassenschaften auf den Zutaten verteilen. Oh mein Gott. Ach, er wieder, na? Noch Appetit? Kleinen Nachschlag gefällig hier. Schmeiß ihn hinterher. Ich habe einen richtig guten Tag heute. Oh, oh, der hat ihn genommen. Da war gar keine Kohlensäure mehr drin. Ist scheißegal, ne? Alles klar. Zweimal Salmon Nuggets, ey. Wer Wechsel geht, ist dann aber nicht, junger Mann. Ja, wer zweimal kommt... What? Vor allem sehen die aus, ey. Wie so Schuhsohlen in Pappkarton. Bäh. Ja, wer sowas frisst, ey. Frisst auch kleine Kinder. Ja, bitteschön. Ich hab hier da noch ein Smiley drauf gemalt. Oh.
Der erzählt das seinen Freunden, ne? Oh Gott. Warte mal, warte. Ich will sehen, wo der hingeht. Ich hab's fast vergessen. Guck mal, Alter, die Raver. Was? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Ach komm, ihr hört auf zu spinnen. Was geht denn da ab, ey? Ich will es gar nicht wissen. Will ich es wirklich wissen? Ich weiß nicht. So. Keine Ahnung, was für Ferkeleien sie da machen, aber bei uns gibt's nur Rind. Salmon Nuggets. Du Widerling. Bam. Ah! Check the drive-through-speaker outside. Oh Gott, was ist da? Hier ist eigentlich eine Cam. Die ist dunkel. Oh Gott. Ah, da hab ich eine Gänsehaut. Kommen wir da noch raus? Seht ihr irgendwen? Ich weiß nicht, ich brauche eine Beruhigung. Bringt das irgendwas hier? Nicht! Entschuldigen Sie! Call your boss on the office phone. Was, und den räume ich nicht weg? Wenn hier... Jo. Ey, jeder verdammte Typ in diesem Game verhält sich übelst weird. What the... Da ist noch wer. Hier ist irgendwer am Start, der hat sich mit der Kuh verbündet. Ich sag's euch. Ich werde die alle zu Nuggets verarbeiten. Da gibt's doch was anderes als Lachs. Alter. Okay, wo ist denn hier ein Telefon? Was weiß ich denn? Oh, Licht wieder an. Grusel vorbei. Mit einem Switch. Warum ist es jetzt hier wieder aus? Stop it. Okay. Ich hab mich erschrocken. Ach, hier ist ein Telefon. Okay, na, auf Anweisungen warten. Na, bin ich aber gespannt. Yeah, hello? Ja, grüß dich. Ich habe ein paar technische Probleme. Naja, ich war ja gerade dabei, ein bisschen die Euter zu schlackern und ich weiß nicht, hier und da einige Zwielichtigkeiten hier passiert. Is this a fucking joke? Naja, es ist schon ein Witz, weil das ist ein Video von Seth, also. I don't know. What the fuck do you mean it walked over there? Nee, sie abonnieren jetzt sofort den Kanal. Alright. I'll get someone out there to move it. Ja, genau, das sollten sie. Stop causing trouble. Toll, Alter. Ja, wer so einen Chef hat, braucht keine Feinde. Hat er jetzt gesagt, er schickt jemanden oder ich soll aufhören zu nerven? Ich bin mir nicht so ganz sicher. In seinem Subtext war auf jeden Fall beides vorhanden. Warte mal. Die Kuh steht da immer noch. Aber können wir hier auch jemanden bedienen? Ey, bitte lass mal jemanden hier vorbeikommen. Das wäre mega geil. Ich würde es richtig feiern. Oh, warte mal, wir sind wieder am Start. Hello? Also wie die alle aussehen. Ey. Das ist doch immer der gleiche Typ, Alter. Kunde.png. Ein Softdrink. Alles klar, mach dann $100 bitte. Ja, die Inflation, wissen Sie. Bitteschön. Ich hoffe, es bleibt dir nicht im Halse stecken. Ich kann doch jetzt hier nicht einfach rumsitzen. Wisst ihr was? Ich bereite ein paar Burger vor, oder? Spaß mit Burgern. Das war der gleiche. So, Moment. War das hier? Das kann da schon mal brutzeln. Ach hier, den wollte auch keiner. Ach, das ist so traurig. Das habe ich so schön gemacht. Das war mein erster Burger. Warte. Salat-Patty, Alter. Was ist denn das überhaupt? Ach, Zwiebeln. Okay, gut. Alles klar. Ja, kleinen Moment. Hier wird alles frisch zubereitet. Oh, ist mir das passiert? Das war schon ein Versehen. Ja, quatschen Sie da ruhig mal mit sich selber. Ist okay. Okay, let's go. Wait, what? Was habe ich denn vergessen? Oh, also, die Tomaten waren nicht riesig. Wo ist mein anderer Burger? Was? Och nee, warum geht das weg? Ich hasse sie. Sie sind dafür verantwortlich. Hier. Oh, der wollte das. Und noch ein. Oh, warten Sie. Jetzt kann ich glänzen. Jetzt ist aber, jetzt ist Feierabend hier. Ich mache Ihnen den fettesten Burger, den Sie je gesehen haben. Kann ich nicht noch mehr machen gleich?
Ich weiß ja nicht, für wer noch kommt hier. So eine Familie für einen Kindergeburtstag? Ja, mitten in der Nacht, ich weiß, unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Ja, wenn es mal ein bisschen nach McDonald's gelüstet hier, keine Ahnung. Zack. 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 Gut Ding will Weile haben, Entschuldigung. Ich höre ihren Magen ein bisschen herknurren. Oh, hier. Oh, jetzt, sorry. What? Oh, warten Sie kurz. Warten Sie. Was habe ich denn hier vergessen? Was habe ich denn hier? Was ist denn Phase hier? Warte. Irgendwas habe ich nicht da drauf gemacht. Warte, Tomaten? Sind da Tomaten drauf? Ja. Ist eigentlich alles drauf. Oder Zwiebeln? Oh, sehr gut. Wo ist das Zeug? Was? Ich kann nur immer einen Burger machen. Ich hasse dieses Spiel. Ich korrigiere mich. Ja, bitteschön. Ah, oh Gott. What the freak? Was? Okay, das ist der Moment, wo ich sterbe. Oh nein. Dem größten Vergnügen, ne? Was ist passiert? Was ist das denn jetzt hier alles? Oh nein. Da T-Post jemand. Hi? Das sieht anders aus. Was? Kann ich ihnen helfen? Ich bring das mit ihren Armen wieder in Gang, ich verspreche es. Der will nichts. Der hat gar keine Bestellung aufgegeben. Irgendwas ist kaputt gegangen. Moment mal. Hier ist jetzt kein Wald mehr. Ich verstehe das alles nicht. Was passiert? Restricted Area. Hä? Das ist so abgefahren. Also eine surreale Wendung hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Was? Okay, wir finden das Haus. Wir sind unterwegs. Was auch immer dieses Spiel jetzt für uns auf Lager hat. sind das meine Kollegen? Ja, bereit für die nächste Schicht? Und dann gibt es da meine Motivation. Alright. Ich mit den Jungs beim Männertag. Treiber durfte raten, wer ich von denen bin. Oh nein! Was ist hier? Hä? Ich begreife gerade gar nichts. Aber ich bin mega gespannt und interessiert. Oh, was haben wir hier? Ein Zettel. Simulationsszenarios. The Wage Slave. The Lifesaver. The Graveyard Shift. Ich bin in der Simulation. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ach so. Oh, was für ein genialer Twist. Das ist alles bloß in meinem Kopf. Das ist irgendwie digital alles, oder was? Beziehungsweise irgendwie alles nur Screen. Ich kapier's immer noch nicht. Aber das ist ein geiler Plot. Mega coole Idee. Und du? Oh, irgendwas hat sich losgerissen oder sowas. Irgendwas ist schief gegangen und alles ist in die Luft geflogen. Oh ja. Oh nein. Wie heftig. Das ist bestimmt der Typ, der für irgendwas verantwortlich ist. Ey, mein Verstand ist gerade explodiert. Mitsamt diesem Laden hier. Ich hätte vieles erwartet, aber nicht das. Oh, ey, wenn ich hier weitergehe, sterbe ich, oder? Ich sehe schon. Irgendwas ist hier mit mir. Ich bin nicht alleine. Ich war vorhin die ganze Zeit alleine. Deswegen hat es auch angefangen, immer gruseliger zu werden, weil irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Heftig. Was ist hier für ein Raum? Hier sind überall Räume. Oh no. Ich will nicht demjenigen begegnen, der dem Arzt hier das angetan hat. Ich bin auf jeden Fall irgendwie ein Versuchsobjekt, oder? Ich habe jetzt hier ein Tape gefunden. Tape Recorder. What?
Warte mal, kann ich das zumachen bitte? Ich hab Angst. Okay, zeig mir irgendwie was. Wenn du das siehst, hoffe ich, dass du es rausgeschafft hast. Wenigstens das Tape muss es rausschaffen. Okay, der hat hier gearbeitet, das ist offensichtlich. Und kam jetzt auch mit diesen grausamen Experimenten hier nicht mehr klar. Sie haben dafür gesorgt, dass die Menschheit wissenschaftlich um Jahrzehnte vorankommt. Aber zu welchem Preis? Haben Gott gespielt. Ja, ja. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, es wurde immer böse. Es hat irgendwas mit Hypnose zu tun, ne? Aber was ist passiert? Alles klar. Sie haben irgendwelche Konzepte in den Verstand von Versuchspersonen gesetzt. Okay, soweit sind wir aber schon. Okay, er hat das alles dokumentiert. Er ist quasi der Whistleblower. Okay, da wird das Video an alle Medienanstalten senden, die er finden kann. Dr. Grimm was once a good man, but he has lost his mind. Surely, I've lost mine as well. Voll krass. We cannot cure death. We cannot even cure our own avarice and vanity. And we surely cannot stop what's coming. Was ist passiert? Wait, was passiert? Was geschieht jetzt? Oh, das war's! Thanks for playing. If you enjoyed this chef simulator, consider checking out the rest of our games on itch.io. Be kind to each other. Wow, Alter. Das ist doch ein Teaser zu einem größeren Spiel von denen bestimmt. Das hört doch jetzt hier nicht einfach auf. Das ist doch... Okay, wow, das ist bestimmt ein Part von einem größeren Projekt, so wie es Puppet Combo manchmal macht. Dass die Spiele auch miteinander connected sind, so. Könnte ich mir vorstellen. Mega geil, weil dieses Night Shift war ja auch der Anfang von Stay Out of the House sozusagen, wie es dazu gekommen ist. So sind die Spiele halt irgendwie, bauen irgendwie aufeinander auf. Könnte ich mir hier auch vorstellen, dass die was damit vorhaben. Auf jeden Fall, wenn es so ist, ein mega genialer Einstieg. Absolut abfeierbares Konzept, finde ich mega geil. Super klasse. Habe ich richtig gefeiert, weil halt, wie gesagt, auch überhaupt nicht damit zu rechnen und halt trotzdem auch schon zum Anfang so, mal abseits von dem ganzen Plot, halt so dieses... Ja, wir machen einfach ein Horror-Game mit jemandem, der in einem Burger-Restaurant arbeitet. Das ist so abgefahren. Ich liebe sowas. Ich liebe so eine Ideen. Ich finde das geil. Deswegen spiele ich Indie-Horror-Games, weil die sich sowas trauen, weil die sich sowas halt auch leisten können. Halt so kurze Spiele mal mit verschiedenen, mit neuer Kreativität einfach zu starten, als das, was irgendwie so Mainstream ist. Finde ich klasse, Leute. Schmettert mal den Like-Button, dann kriegt ihr heute noch eine Folge Resident Evil. Und dann setze ich mich da gleich ran, das fertig zu machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Würde mich riesig freuen. Bis dann und Dankeschön fürs Zuschauen.